Aber hier ist niemand. Irgendwas ist hier passiert und wir müssen schnell herausfinden, was das war. Jetzt bin ich an der Reihe zu handeln. Warum? Du hast einem Menschen das Leben gerettet. Jetzt muss ich mich beweisen. Ich suche nach Hinweisen. Aber leuchte bitte, wenn ich es sage, und mach Fotos und schreib alles mit. Das ist definitiv ein Schlüssel für Handschellen. Davon hätte ich gern ein Foto. Ich kann hier kein Blut erkennen. Jemand hat mehrere Schüsse abgegeben. Die Kugeln sind vom Kaliber 9 mm. Offenbar wurde das ganze Magazin verschossen. Davon hätte ich gern ein Foto. Ich kann hier kein Blut erkennen. Auf dem Boden liegen Handschellen, mit denen Burke vermutlich gefesselt gewesen ist. Sie sind offen. Davon hätte ich gern ein Foto. Ich kann hier kein Blut erkennen. Auf dem Boden liegt eine Plastiktüte, an der dicke Klebebänder kleben. An der Tasche sind definitiv Blutspritzer. Und zwar eine ganze Menge. Davon hätte ich gern ein Foto. Auf dem Boden ist eine alte, gerissene Asphaltschicht. Da sind einige verschmierte, blutige Fußabdrücke. Aber es ist leider kein Muster zu erkennen. Davon hätte ich gern ein Foto. Auf dem Boden liegt ein Männerschuh, der relativ neu aussieht und zugeschnürt ist. Was tut er hier? Gehört er Burke oder seinem Kontaktmann? Die Schuhsohle hat ein unauffälliges Muster und ist nur mit etwas Blut beschmiert. Davon hätte ich gern ein Foto. Ich glaube nicht, dass wir hier noch weitere Beweise finden werden. Da hast du vermutlich recht. Lara? Ja? Denkst du, Burke ist noch am Leben? Wenn ich daran zweifeln würde, könnte ich gleich aufgeben. Jede Sekunde zählt. Warum fragst du? Glaubst du, er ist tot? Wenn du nicht aufgeben willst, dann frag lieber nicht. Wir sollten mal durchgehen, was wir herausgefunden haben. Gut, aber wir müssen Burke schnellstmöglich finden. Soweit wir wissen... Der Kontaktmann hat Burke irgendwann freigelassen, auch wenn das unvorstellbar ist. Im Hof wurde mehrfach eine 9 mm abgefeuert. Lass uns lieber sicher gehen, dass wir nichts übersehen haben. Diese blutigen Schuhabdrücke, die zum Müllcontainer führen, stammen also von Burke, dem auch der Schuh gehört. Die Schuhe des Informanten hatten ein gut erkennbares Profil. Ganz meiner Meinung. Wir sollten uns das Gebiet rings um den Müllcontainer nochmal genauer ansehen. Jemand hat wenigstens 7 Kugeln in diese Richtung abgeschossen. Entweder war es ein lausiger Schütze oder sein Ziel hat sich bewegt.
Davon hätte ich gern ein Foto. Hier kann man die Feuertreppe runterklettern. Oder rauf. Im UV-Licht sehe ich einen winzigen Blutfleck. Davon hätte ich gern ein Foto. Ich schätze, wir haben alles gefunden, was es zu finden gibt. Sieht ganz so aus. Jetzt müssen wir uns alles ansehen und gründlich nachdenken. Lara sieht erschöpft aus. Die Rettung des Obdachlosen hat sie ziemlich mitgenommen. Der Mann hatte Glück, dass sie ihn gefunden hat. Ich hätte ihn nicht verarztet. Lara? Ja? Ich würde gern mit dir über das reden, was wir bereits wissen. Gut. Sehen wir es uns an. Der Kontaktmann hat im Hof mehrfach auf den fliehenden Burke geschossen. Das Verhalten des Kontaktmannes ist ausgesprochen seltsam. Der Angriff auf Burke, der Täter sowie das Verbrechen in der Mission Street weisen einige Gemeinsamkeiten auf. Burke hat versucht, die Feuertreppe raufzuklettern. Natürlich. So hat es sich zugetragen. Lass uns lieber sicher gehen, dass wir nichts übersehen haben. Dann ist Burke erst auf den Container und dann zu Boden gestürzt? Wir sollten mal darunter nachsehen. Man weiß ja nie. Wessen Handy kann das nur sein? Das ist nicht schwer zu erraten. Schauen wir es uns mal genauer an. Die letzten Anrufe kamen vom Polizeirevier und einer unbekannten Nummer. Da ist sogar ein Kalender. Hier steht was über die heutige Pressekonferenz. Das ist eindeutig. Dann gehört es Burke. Was ist mit der unbekannten Nummer? Er hat heute mit dem Kontaktmann telefoniert. Denkst du wirklich, der würde jetzt rangehen, wenn jemand von Burkes Handy anruft? Wir könnten es trotzdem versuchen. Gut.
Ich rufe an. Ich hab's doch gesagt. Warte mal und sei still. Hörst du das? Das Klingeln kommt aus dem Haus. Er hat aufgelegt. Wir müssen uns beeilen. Hier ist ein Haus, in dem sich vielleicht Burkes potenzieller Entführer versteckt. Ein Restaurant namens Roter Drache. Bewachen Sie den Vordereingang und rufen Sie Verstärkung. Verstanden, aber gehen Sie da nicht rein. Das ist zu gefährlich. Nein, sag ihm, es bleibt keine Zeit. Keine Zeit zum Warten. Laut dem Symbol befindet sich darin eine Feuerwehraxt. Wenn es brennt, kann man damit eine Tür einschlagen. Ich bekomme die Tür nicht auf. Entweder sie klemmt oder sie hat sich verhakt. Ein Feuerlöscher. In jedem Restaurant sollte sich wenigstens einer befinden. Den werde ich einstecken. Er ist nicht schwer und könnte noch nützlich werden. Es gibt elegantere Wege, sich Zutritt zu verschaffen, aber ich habe es eilig. Diese Tür wird leicht nachgeben. Ist dies eine Notsituation, in der man eine Axt braucht? Auf jeden Fall. Die Treppe, die nach oben führt, sieht nicht gerade stabil aus. Wir sollten sie nur im äußersten Notfall benutzen. Wir sollten das fotografieren. Jemand hat Blut auf der Treppe hinterlassen. War es Burke oder sein Entführer? Eine Falle, die über uns zusammenbrechen wird. Geh, wir haben ihn gleich. Oh mein Gott,
Das war knapp. Alles okay? Er ist da drin, hinter der Tür. Wir müssen ihn aufhalten. Machst du Witze? Wir sollten auf Verstärkung warten. Damit er entkommt? Und was ist mit Burke? Nein, versteck dich neben der Tür. Ich nutze den Tisch als Deckung. Die Tür wird von der Lampe angestrahlt. Nur ein Schlag auf das Schloss und dann war die Tür Geschichte. So ist es viel besser. Ich will ja nicht sterben, während ich sie öffne. Die Tür ist offen. Was jetzt? Wir müssen ihn irgendwie entwaffnen. Warte. Wir dürfen ihm nicht schaden. Warum? Okay, aber überleg dir auch, wie wir ihn da rauskriegen. Vermutlich müssen wir ihm zumindest ein wenig zusetzen. Ich kenne gern alle Details. Darum muss ich alles gründlich durchsuchen. Mal sehen, ob das was bringt. Will ich das wirklich tun? Komm schon, Lara! Schieß auf den Feuerlöscher! In Deckung! Rein! Bevor er sich wieder erholt! Hinlegen! Die Hände hinter den Kopf und... Wo ist der? Aber von hier wurde doch geschossen. Das ergibt keinen Sinn. Das Bett bewegt haben. Darum sind dort Blutspuren. Warum hat er das gemacht? Und wohin ist er verschwunden, verdammt nochmal? Ich versuche, es zur Seite zu schieben. Schönes Loch. Ist vermutlich durch die Explosion entstanden. Wenn er auf diesem Weg geflohen ist, hätte er das Bett zurückschieben müssen. Hatte er genug Zeit dafür? Keine Ahnung, aber wir müssen ihn nach. Schnell! Als der Boden bei der Explosion teilweise eingestürzt ist, muss der Informant durch das Loch entkommen sein und das Bett darüber gezogen haben. Hat er wirklich geglaubt, wir würden das nicht merken? Das Blut auf dem Bett spricht eine deutliche Sprache. Der Täter wurde bei der Explosion offenbar verletzt. Das sollten wir fotografieren. Hören Sie mir zu, Soga. Der Täter ist entkommen und könnte versuchen, durch den Hinterausgang zu fliehen. Fangen Sie ihn ab! Verstanden. Bin schon unterwegs. Auf dem Boden sind deutlich Blutspuren zu erkennen. Aber sie werden immer spärlicher. Er muss seine Wunde irgendwie verbunden haben. Das Blut unter dem Loch. Wer immer hier war, er wurde bei der Explosion verletzt. Als wir die Mittelsmänner in Gent festnahmen, fanden wir 14 Festplatten als Beweise. Es war fast ein Vergnügen, sie zu durchsuchen. Ich sehe mich mal um, ob ich etwas Interessantes finde. Einen Schraubenzieher kann man immer gebrauchen.
In der Schachtel liegen Büroklammern. Ich nehme eine mit. Einige Computerteile. Viel mehr kann ich nicht darüber sagen. Ich habe etwa 40 Stück davon im Keller, die ich zwar nie benutze, aber aus nostalgischen Gründen auch nicht wegschmeißen kann. Burks Marke. Er muss ganz in der Nähe sein. Mrs. Durant? Haben Sie ihn sogar? Nein, wo ist er? Er muss hier langgelaufen sein. Haben Sie ihn nicht gesehen? Nein, vermutlich kam ich zu spät. Ich rufe das Hauptquartier an, dann durch die Gegend. Gut. Ich gehe wieder rein. Burke muss da noch irgendwo sein. Lara, die Tür! Dieses französische Wort und die Marke! Als wir reingingen, waren die noch nicht da. Was hat das nur zu bedeuten? Ich denke, das weißt du. Spielt er wieder mit uns? Er hinterlässt Hinweise und die führen uns zu... Burke! Wir müssen uns beeilen, vielleicht lebt er noch. Ich übernehme ab hier, wenn es dir nichts ausmacht. Fotografiere Burkes Marke. Die hat er bestimmt hergelegt, um uns in die Irre zu führen. Oder hat das eine tiefere Bedeutung? Wir sollten das Wort fotografieren. Aber was bedeutet es? Er will uns erneut auf irgendetwas hinweisen. Diese Zahlen wurden erst vor kurzem eingeritzt. Er hinterlässt uns erneut Hinweise. Fotografier das lieber mal. Diese Zahlen wurden erst vor kurzem eingeritzt. Er hinterlässt uns erneut Hinweise. Fotografier das lieber mal. Jemand hat einen Tisch umgeworfen, aber ansonsten fällt mir hier nichts weiter auf. Der blutige Abdruck beweist, dass er den Tisch irgendwie bewegt hat. Das sollten wir uns genauer ansehen. Was haben wir denn hier? Fotografier das lieber mal.
Der verzierte chinesische Kronleuchter ist in 1000 Stücke zersprungen. Wir sehen auch unter den Scherben des Kronleuchters nach, oder nicht? Diese Zahlen wurden erst vor kurzem eingeritzt. Er hinterlässt uns erneut Hinweise. Fotografier das lieber mal. Der Koch hat hier offenbar einige Zutaten gelagert, aber ich habe keine Ahnung, was die Buchstaben bedeuten. Ich bin mir ganz sicher, dass das Blut ist. Der Täter hatte den Kalender in der Hand. Aber warum? Warum sollte er seine Zeit damit vergeuden? Das ist eindeutig ein E. Das ist ganz offensichtlich ein L. Sieht das nicht wie ein M aus? Ein S? Das sieht doch wie ein S aus, oder nicht? Da sind mehrere Buchstaben. Was fangen wir damit an? Vielleicht müssen wir sie irgendwie anordnen, damit sie uns weiterbringen. Mal sehen, was passiert, wenn ich beide Seiten nebeneinander lege. Ich habe einige Buchstaben und auf dem Regal sind weitere. Was hat das zu bedeuten? Schau an, die Buchstaben im Kalender passen zu denen auf dem Regal. Dieses Regal könnte der Schlüssel sein. Stimmt. Mal sehen, ob es sich bewegen lässt. Eine Geheimtür. Und dieser Text... Burke hat etwas zu sagen. Ich kann das auch lesen. Er spielt mit uns. Da tut sich leider gar nichts. Siehst du den Sicherungskasten? Der könnte das Problem sein. Ich sehe ihn mir mal an. Gut, ich passe so lange auf, damit uns niemand überrascht. Burke ist da doch nicht drin, oder? Glaubst du, er ist... Wenn du das hinkriegst, werden wir es bald wissen. Jemand hat den Schalter manipuliert. Offenbar wollte man verhindern, dass wir hier reinkommen.
Der Hauptschalter wurde aus dem Sicherungskasten gerissen und hängt an einem der Drähte. Auf der Rückseite des Schalters sieht man eindeutig, was auch von vorn offensichtlich war. Er kann nicht funktionieren. Eines der Kabel ist lose. Ich werde den Draht irgendwo anschließen. So funktioniert das offensichtlich nicht. Ich kann das Kabel in den Verteilerkasten stecken, aber es bleibt nicht drin. Der Draht sitzt fest und scheint sich nicht zu lockern. Da ist eine Sicherung, die offenbar durchgebrannt ist. Die Sicherung ist durchgebrannt. Hier gibt es andere als in Europa. Der Draht hinter einer Schraube. Der verbrannte Widerstandsdraht wird losgeschraubt und weggeworfen. Was soll man auch sonst damit machen? Eine Büroklammer ist kein passender Drahtersatz und jeder Elektriker würde ausrasten. Aber so lässt sich der Stromkreis wiederherstellen. So, erledigt. Ich werde die Sicherung wieder reinstecken. Es funktioniert. Die Flurlampe leuchtet. Also haben wir wieder Strom. Komm schon. Verdammt, das ging aber schnell. Leere Behälter, Plastikflaschen. Hier ist nichts Interessantes. Kein Licht, keine Geräusche. Ich sehe hier kein Blut, zumindest kein frisches. Verdammt! Kira! Himmel! Das ist... Er hatte keine Chance. Und der Täter hat die ganze Zeit mit uns gespielt. Wer tut sowas denn nur? Diese Blutstropfen. Sie sind vor dem Körper. Er hat ihn erst an den Haken gehängt und stach ihm dann ins Herz. Er ist es, Kira. Da bin ich mir ganz sicher. Er ist tot. Ich werde es melden. Soga, wir haben Burke gefunden. Wir? Wer ist wir? Er ist tot. Jemand hat ihn ermordet. Können Sie mich hören? Soga! Ja, ich höre Sie. Ich rufe den Gerichtsmediziner. In seine Stirn wurde eine Art Symbol geritzt, wie bei den Statikern. Er hatte etwas im Mund. Was ist das? Eine SIM-Karte? Wie konnte er ihn aufhängen? Burke ist nicht gerade klein. Im UV-Licht ist nicht viel mehr als bei Tageslicht zu sehen. Das Blut, größtenteils rings um sein Herz. Die Todesursache ist offensichtlich. Was tust du denn? Glaubst du, es war Zufall, dass wir die SIM-Karte gefunden haben? Siehst du? Da ist noch eine Nachricht drauf gespeichert. Was steht da? Das ist unmöglich. Zeig mal. Lara, du darfst niemandem glauben. Lara? Das gibt dem Ganzen eine interessante Wendung. Aber ich habe keine Ahnung, was das zu bedeuten hat. Du bist so durchschaubar. Könnte nicht wirklich Max hinter all dem stecken? Du willst nicht, dass es so ist, auch wenn es bedeuten würde, dass er noch am Leben ist.
Moment mal. Du weißt von dem Unfall? Unfall? Schicksal ist kein Unfall, Lara. Was hast du gesagt? Das habe ich doch schon mal gehört. Kennst du Senseele? Ich muss besser aufpassen. Jetzt übernehme ich schon ihre Wortwahl. Was hat das zu bedeuten, Kira? Genau, Lara. Das ist die entscheidende Frage. Was hat das alles zu bedeuten? Alles lässt sich erklären. Ich habe nur nicht genug Informationen. Wirklich? Aber du hast doch eine Hypothese, oder nicht? Jemand will es so aussehen lassen, als ob Max das getan hätte. Du denkst immer so logisch und leugnest Dinge, die die Wissenschaft nicht erklären kann. Du wirst dich nie ändern. Heute hast du mich enttäuscht, Lara. Ich weiß, dass du nur ein Mensch bist. Aber ich hatte trotzdem mehr von dir erwartet. Er hätte uns nicht entkommen dürfen. Was hat das zu bedeuten? Wer zum Teufel bist du? Was bist du, Kira? Du musst dich mehr anstrengen. Sehr viel mehr. Wo willst du hin? Halt! Na super. Das hat mir gerade noch gefehlt. Ja? Vor wenigen Minuten ist ein Flieger nach Lyon gestartet. Ist an Bord alles okay? Ich wurde durch eine Ermittlung aufgehalten. Was denken Sie, warum ich Sie anrufe? Weil ich Langeweile habe? Ist Ihnen nicht klar, dass Sie da nichts mehr zu suchen haben? Himmel, Sie sind nicht bei der Kriminalpolizei, also was soll das? Ich nehme den nächsten Flieger. Ich muss ohnehin in Lyon mit jemandem sprechen. Gut, denn ich habe Ihnen auch einiges zu sagen. Außerdem denke ich... Kein Empfang mehr. Was war das? Wer hat die Tür geschlossen? War das Kira? Ich sitze hier mit Burks Leiche im Kühlhaus fest und kriege die Tür nicht auf. Wie ist sie zugegangen? Durch den Wind? Kann sein. Ich hoffe nur, dass niemand nachgeholfen hat. Die Verstärkung ist hier. Bleiben Sie da. Wir sind gleich bei Ihnen. Nicht, dass ich irgendwo hin könnte.